So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Ist Pilze. Wir sollen Pilze essen. Aber das ist ja ziemlich simpel. Wie gesagt, das sind diese blauen Pilze, die ihr im Spiel seht, die euch eben die, sag schon, das Blue Life aufbauen. Ist eigentlich echt simpel. Also man findet sie eigentlich gefühlt überall. Außer halt in den Hauptstädten selber. Da denke ich mal, ich glaube, das spawnen die sogar überhaupt nicht. Sondern immer nur zwischen den Zonen. Also zwischen den benannten Orten, sage ich jetzt mal. Immer so dazwischen oder am Rand, aber nie irgendwie mittendrin. Also nicht ein Tilted auf dem Boden oder so. Immer vor Tilted, hinter Tilted. So, ich gehe jetzt auch mal in meinen alten Spot. Wenn er noch da ist. Warte, gerade mal gucken. Ja, natürlich hier nicht. Also keine Ahnung, hier so mittendrin sind die halt. Meistens in den Wäldern findet man die. Hier oben findet man auch immer sau viele, finde ich. Bei Longlooch findet man welche. Aber ich habe die halt immer hier gehabt. Warte mal, hier ist die Stadt und da ist das kleine Haus. Da habe ich die immer geholt. So, erstmal hier stumm schalten. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hinten runter. Wir gehen jetzt einfach mal hier entlang. Und ich sag, ich wette, dass wir da schon allein 10 finden. Dann, dann. In der Wüste. Ich glaube, in der Wüste gibt es keine Stimme. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da will ich jetzt keine falsche Info raushauen. Hier sind keine. Bam. Jetzt kommt der berühmte Vorführeffekt. Ah, doch, sag ich doch. Eigentlich immer an Bäumen. Wo Bäume sind, sind in der Regel auch Pilze. So, eins, zwei, drei. Dun, 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 dun. So, wir müssen uns nur mal kurz ein bisschen Loot mitnehmen. Natürlich trinken wir jetzt keine, weil sonst könnt ihr die Pilze nicht holen. Und da müsst ihr halt wirklich auch drauf achten. Nicht, dass ihr euer Leben aufbaut und dann, weil wenn euer Leben voll ist, könnt ihr nämlich keine mehr mitnehmen. So, gerade schon mal ein bisschen was an Waffen. So, wie ihr seht, da vorne gerade der zweite Baum. Hier ist der erste Baum. Dann kommt der zweite und da stehen wir zu Schuppen. Ja. Einfach hingehen. Zack. 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 Bam, 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 bam. So, finden wir hier noch welche? Wie viel brauchen wir noch? Drei Stück. Also eigentlich simpel. Ich glaube, hier sind keine mehr. Boah. War das jetzt ein Schirm, der so einen Krach gemacht hat? So, hier sind glaube ich auch keine. Aber hier unten waren glaube ich noch sicher welche. Aber ich glaube, er sucht gerade selber welche. Weil sonst kann ich mir eigentlich nicht erklären, warum er gerade darüber ist. Da war noch eine Kiste. Aber ich brauche Pilze. Auf jeden Fall will ich die 10 Stück hier in der Runde direkt sammeln. Fällt gerade ein, ich habe schon lange kein Lama mehr gesehen. Der berühmte Fuffy-Effekt. Oder wurden um 20 vor 10 schon alle gegessen? Hier zwischen. Ich glaube, das hier ist jetzt echt der Vorführeffekt. Immer noch 7, ja. Da werden safe noch welche finden. Wir werden jetzt alle gefressen und jetzt sind keine mehr da oder was? Ach, Zone kommt auch schon. Kann jetzt nicht sein. Aber hier war doch noch keiner. Hier wurde nicht gelootet, nichts.
Aber hier ist auch kein benannter Ort. Was zum Bauen habe, auch wenn die Zone jetzt kommt. Jetzt, ich wollte schon Stein essen. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch definitiv schon mal gesehen, wie die Pilze aussehen. Wir werden safe noch welche finden. Da schwimmen wir jetzt doch mal schon mal ein bisschen Loot mit. So, hier sind wirklich keine. Aber Bananen. Und Bananen kann man ja essen für normales Leben. Ich weiß, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob jetzt eben dann halt mehr anderes rumlag. Weil früher waren es ja die Äpfel. Ich sehe hier nicht einen Pilz. Also hier die Ecke kann ich schon mal definitiv nicht weiterempfehlen. Nicht ein Pilz. Als hätte die einer einfach weggefressen. Klingt natürlich jetzt nicht die Zone, aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es einfach keinen. Sondern nur da unten quasi. Aber hier sind auch diese Büsche, die nicht normalerweise in der ganzen Welt verteilt sind. Die sind ja auch nur hier in der Ecke. Weißt du, hier die Gräser und alles, die gibt es ja gar nicht sonst. Die gibt es nur hier in dieser Ecke. So, wie man denn dann hin? Kann man gucken, wie ich runterkomme. Also die drei Stück werde ich definitiv noch suchen. Na komm, Riesborne. Gib Gas. Da hinten an der Hütte waren immer welche. Ist mir jetzt auch gerade egal, ob ich jetzt Schaden krieg. Aber die drei Stück will ich jetzt noch haben. Safe hinterm Haus. Meine Güte. Bauautismus hoch 8. Da sind schon mal zwei. Ah, hier. Eins. Zwei. Drei. So, haben wir schon mal vier. Also hier sind halt auch ganz viele. Weil hier bin ich früher immer hergegangen. Das weiß ich noch nicht. So, dann stellen wir gerade nochmal und dann fangen wir mal an mit der Runde. Gucken, ob wir ein paar Kills machen. Sind eigentlich noch relativ viele da. Weil zur Zeit hier, wo die Gruppenaufgaben kommen, Wochenaufgaben kommen, Gruppenkeile, totales Chaos. Irgendwie geht gefühlt jeder einfach nur in Gruppenkeile rein, macht seine Aufgabe anscheinend und wieder raus. Dann. Mal gucken, wo hier die Hölle los ist. Ja, anscheinend hier unten. Wo ich mehr als drei Kills hinkriege, wie eben. Also die letzte Runde, das war ja echt. Also von jetzt alle da in den Scheißsturm ein, oder? Den ich so hasse. Einfach zu langsam, ohne Quatsch. Ich weiß, dass er da ist, aber ich reagiere einfach zu langsam.
ich da weggesniped? Ich glaub's nicht. Also, heute geht ja irgendwie gar nichts. Alle Pros haben keinen Bock und... Ah, ich hab da schon einfach zu spät geschossen. Aber das Gegnerteam scheint auch ziemlich gut zu sein, ganz ehrlich. Gefühlt doppelt so viel Kills wie hier. Na gut, der jetzt nicht, aber. Freut man sich, dass man einen in der Luft weggeholt hat und dann wird man am Boden wieder zerstört. Ja, leck des Todes. Ah, die meisten rennen dann doch komischerweise am Rand entlang. Hier zu Hause, wenn das war komplett orientierungslos. So, jetzt ist die Runde aber auch gleich schon fast zu Ende. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen, ganz simpel, die 10 Pilze aufsammeln, die blauen, nicht Bananen oder so, sondern Pilze, blaue Pilze aufsammeln. 10 Stück, muss nicht in einer Runde sein, einfach im Laufe der Spielzeit. Also ihr müsst hier auch nicht direkt alle auf einmal sammeln. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Oder beides. Oder sogar noch einen Kommentar. Also in dem Sinne, haut rein.